Hans Jodle, willkommen im neuen Zuhause. Nicht zu lange, hoffe ich mal. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Leistung. Bekomme ich ein Autogramm? Wer ist dieser Bursche? Hans Jodl, ein österreichischer Bergsteiger. Ein Bergsteiger? Hehehe, das gefällt mir. Hallo, Neuling. Ich höre eine Stimme, aber es ist niemand zu sehen. Ist da irgendjemand? Hier unten. Jodlahü! Hey ho, du da unten im Tal! Ich kann dich sehen, du Depp! Ist ja gut, sehr witzig. Es heißt, du bist die Wand zur Bundesbank ganz allein hochgeklettert? An der Nordwand. Ich liebe Herausforderungen. Hör zu, ich hab da einen Vorschlag für dich. Hier drin ist es ziemlich langweilig und ich glaube, ich habe die passende Idee für dich. Was, Kletterunterricht? Hier in der Wüste? Es wäre eine Schande, wenn wir die Anwesenheit von Mr. Jodle nicht nutzen würden. Hm? Konzentration, Flexibilität, Teamgeist. Eine schöne Sache für die Moral der Gefangenen. Hoppa! Und hoppa! Eine gute Sache, um die Reputation meines Gefängnisses aufzupolieren mit einem Star wie dir. Da werden die in Washington aber Augen machen. Eine gute Werbung für mich. Was ist denn das? Ah, ich weiß schon. Neuer Laternenpfahl. Hm? Und dieses Ding, wie funktioniert das? Wir benutzen so eine Wand, um Bergsteigen zu üben. Kleine Demonstration gefällig. Na, wie wär's, hm? Ich glaube, ich habe noch was zu tun. Ich bin bereit. Jodelei. Was denn? Ist da was an meiner Nase? Sehr schön, fangen wir an. Ich zeig's Ihnen. Hoppa, 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 hoppa. Und hoppa, hier entlang hangeln. Und hopp, und hoppla. Ist ein Kinderspiel. Ihr seid dran. Verzeihung, so geht das nicht. Rechts hat Vorfahrt, klar. Und noch von meiner Nase. Nein, das ist meine. Das tut weh. Nee, ich hänge fest. Helf mir. Och, deine Größe steht dir beim Klettern im Weg. Kein Wort über meine Größe. Brauchst du Hilfe, Joe? Nein, ich brauch nur eine Pause. Auweia, ist das hoch. Nicht nach unten sehen. Konzentrier dich auf einen Fixpunkt. Ja, auf einen Fixpunkt. Hm. Alles klar, ja, ich hab einen Fixpunkt gefunden. Oh. Aua. Jetzt die nächste Kletterlektion. Wie kommt man am schnellsten nach unten? Hopp, 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 hopp. Ich bin doch kein Wolkenäugling. Ein Fixpunkt. Mein Finger ist der Fixpunkt. Hey, hopp! Ich hasse Sport. Der Eispickel des Bergsteigers bester Freund. Und hopp, 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 hopp. Ein Berg bleibt normalerweise an seinem Platz. Womit haben wir das verdient? Das gehört alles zu meinem Plan, ihr werdet schon sehen. Doch, deine Pläne machen mir immer Kopfschmerzen. Knapp, Avery. Heute Nacht brechen wir aus. Oh.
Einen Fixpunkt, ich brauche einen Fixpunkt, ich brauche schnell einen Fixpunkt. Dein Fixpunkt ist in deiner Hand. Alles klar, ja, so gefällt mir das schon besser. Hey, ein Kletterspiel, das muss Spaß machen. Was machst du denn hier? Ich breche aus, genau wie ihr. Moment mal, das ist eine Privatangelegenheit. Das ist wie eine Zahnbürste, die teilt man nicht. Wie machen die denn das? Also wenn die das können, dann kann ich das auch. Ups, hoppla, Entschuldigung. Von wegen. Tut mir leid, meine Herren. Aber gemeinsam mit euch hätte ich keine Chance. Danke für deine große Hilfe, Joe. Ich schicke dir eine Postkarte aus Mexiko. Jolla. Hoppe, hoppe, hoppe. Und ab dafür, das waren Kinderspiele. Ach, so ein Betrüger. Was ist aus der Solidarität unter Gangstern geworden? Die unteren Greifstöcke hat er auch abgemacht. Wir können nicht mehr runter. Jödele. 10-1, dass der Kleine als Erster runterfällt. Abgemacht. Ach, übrigens, Joe, dein Freund Hans wurde im Rio Bravo geschnappt. Er konnte nicht schwimmen. Amateur. Mr. Peabody, verrückter Wolf hat mir gerade erzählt, wie die Indianer ihre Gefangenen einsperren. Hochinteressant. Mhm. Keine Kugeln, keine Ketten. Die Gefangenen arbeiten in Freiheit. Die Indianer vertrauen ihnen und die Gefangenen werden so gleitend wieder in die Gemeinschaft integriert. Wir haben eine Erfolgsrate von 98,27%. Verrückter Wolf hat uns angeboten, einige unserer Gefangenen in seinen Stamm aufzunehmen, um die Effizienz seiner Methode zu beweisen. Und Sie glauben, das klappt? Wir können es hier mal versuchen. Na toll, aus dem Indianerlager zu fliehen, wird das reinste Kinderspiel für uns. Und was machen wir hier so den ganzen Tag lang? Ha, keine Angst, mein Freund. Dir wird schon nicht langweilig werden. Flippiger Otter, ich hab hier ein paar Dienstmädchen für dich. Ich frag mich, wieso ich überhaupt mitkommen sollte. Hm? Ich verstehe. Ich soll ihr neuer Schäferhund sein. Hm? Hallo? Und bist du jetzt zufrieden? Mhm. Ich nicht. Ich bin ein Dalton und keine Putzfrau. Hör auf zu schnattern wie eine Gans. Putz das Camp! Hm? Na, dann wollen wir mal losputzen. Wir haben uns verirrt. Liegt das Lager in dieser Richtung? Gute Nacht, Leute. Habt keine Angst. Ich wache schützend über euch. Alles klar. Joe, die Schnur ist aus Kojotendarm gemacht und super reißfest. Kann man die nicht weicher machen? Ja, man muss sie kauen. Du hattest recht, Joe. An den Gefängnisstäben zu knabbern, ist viel schwerer und anstrengender. Geschafft, Joe. Machen wir es auf die indianische Art. Oh, oh, meine Herde versucht abzuhauen. Hm.
Monsen. Hä? Ah, die Kojoten ziehen nach Westen, ne? Dann kommt der Frühling. Hä? Abmarsch zurück ins Lager, meine Herde. Hopp, hopp. Hier, heute diese Eichhörnchen für unser Essen. Ich dachte immer, Indianer essen wilde Büffel. Normalerweise ja, aber in der Gegend lebt nur ein Büffel und der ist auf der Hut. Wir fangen ihn für dich. Wir sind Büffelspezialisten. Passt gut auf und bleibt in Deckung, dann könnt ihr was lernen. Ich hab echt keine Ahnung, wie die so ein großes Schaf einfangen wollen. Na, ihr zwei Feldstecher, könnt ihr die vier sehen? Hä? Ihr müsst nichts weiter tun, als unser Lager wieder aufbauen, bevor es Nacht wird. Auf keinen Fall! Vergiss es! Wir wollen zurück in unser Gefängnis! Genau! Wir wollen lieber wieder Steine kloppen! Andererseits, warum sollten wir euer Lager nicht wieder aufbauen? Das ist gesund! Gute Neuigkeiten! Wir gehen nach Hause! Ihr dürft bleiben! Ich habe mit Peabody gesprochen und weil hier alles gut läuft, hat er eure Zelle an andere Gefangene vermietet. Ich bin so fix und fertig, dass ich nicht einmal mehr graben kann. Wir kommen hier nie wieder weg. Kommt raus! Die anderen Squaws sind neidisch auf mich, weil meine Wäsche und mein Tipi sauberer sind als ihre Sachen. Ich will lieber meine Freundinnen behalten und alles selber machen. Verschwindet! Schnell, mach das Tor auf, bevor sie es sich überlegen! Unsere schöne, gute, alte Zelle. Meine geliebte Eisenkugel. Ich hab da mal eine Frage. Die haben uns doch freigelassen. Warum sind wir eigentlich wieder zurückgekommen? Weitere Fragen? Oh. Und jetzt wird geschlafen.